Guten Abend zusammen, hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge PlayerUnknown's Battlegrounds am Sonntagabend. Yo, wir sehen, der Typ hatte wirklich an neulich mit der Grocer. Wer das noch weiß, der hat ja wunderschön durch die Wand schon durch den Vorgehemd. War jetzt nicht so verwunderlich. Ich bin verletzt. Sieht man wahrscheinlich nicht. Aber hier sieht man es. Ich habe mich verbrannt. Fackel. Ja, ich war heute den ganzen Tag beschäftigt und habe wie nennt man das denn? Abschussleisten an den Wänden beklebt. Ich habe so ziemlich dunkles Laminat und dazu habe ich Eichenfarben, helle Eiche, so Abschussleisten gehabt. Da habe ich jetzt weiße Folien besorgt. Schön drüber geklebt. Und jetzt sieht das toll aus. Aber man kennt das, wenn man über solche Folien länger drüber schleift, immer schön, dann verbrennt man sich. Man glaubt es gar nicht. Aber ich habe mich verbrannt. Ah, scheiße. So, ist ja egal. Mal gucken, ob der Finger es noch tut, denn das ist der Abzugsfinger. Er tut ein bisschen weh. Hoffentlich stört das nicht beim Zocken. So, schönen guten Abend an den Chat. Wen haben wir denn da? Bier schon bis am Start. Mayonnaise ist auch dabei. Fehlt nur noch Ketchup. Marco ist am Start. Gerti, Bierschlumpf, Felix. Mr. Gamer, André, Seko, Leon, Biene und Fenris. Grüß euch. Schönen guten Abend zusammen. Starten wir mal hier rein, ja. Gucken, ob wir das Spiel noch können. Immer schön viel trinken, ja. Nicht vergessen. Gerade wenn man schuftet. Gerade dann sollte man viel trinken. I'm losing it.
Tom, schönen guten Abend. Ha, versteckt sich ja doch wieder öfters her. Wie geht's dir? Oh, wir haben mal wieder den Bug. Keine Graztexturen. Naja, warte mal, was ist denn hier los? War wohl der Mähdrescher unterwegs. Das ist ja witzig. Ist da drüben Gras? Ich glaube nicht. Nee. Lul. Naja, ist ja gleich wieder da. Kann doch nicht ohne. Gibt schlimmere Süchte als das. Echt, ich merke das am Finger, wenn ich mit Maushand rolle. Voll behindert, ey. Hoffentlich heilt er schnell. Benzinkanister. Das ist mein Trinkbehältnis. Prost. Kommt aus dem Fitnessbereich eigentlich. Das sind 200 Liter, die da reinpassen. Das ist halt die Dosis, die man schon so am Tag trinken sollte. So ungefähr. Naja, vier, einer, noch einer. Wenn keine Waffe drin ist, muss ich laufen. Hallo Martin, schönen guten Abend. What? Ah! Aim. Ui. Oh, schön reingelaufen. Hallo Henning. Hab ich mich aber blöd angestellt. Boing. Das fehlt noch. Hallo Real Cars, Servus. Seko, schönen guten Seko, danke für den Loot, wollte ich sagen. Übrigens, ich glaube, jetzt war es das wirklich mit Loot. Diesen Monat sind 37 Loots bisher durchgekommen und da nicht ein Cent steht da drin. Also ich lasse das jetzt nochmal eine Woche laufen, wenn sich da nichts ändert, dann können wir es glaube ich abschaffen leider. Aber die letzte Auszahlung habe ich noch bekommen und die hat auch gepasst. Waren $24.95, das ist exakt der Betrag, den ich auch über Loots bekommen habe.
Von daher bin ich da schon mal raus, was irgendwelche Schulden angeht, die die gegenüber mir natürlich haben. Oder Ansprüche, sagt man ja dann. Oh nee. Na gut. Ja, komm, füll dich, Server. Ist echt so wenig los heute? Ist ja krass. Fühlt sich ja ewig langsam. Jetzt geht's ja ewig nicht bei mir. Das liegt dann aber an dir, Martin. Von Seko kommt ja gerade einer durch. Die Frage ist, warum geht's nicht bei dir? Ich meine, ich glaube, wir brauchen uns jetzt eh nicht mehr drüber unterhalten, weil ich glaube. Loots können wir eh abschreiben. Aber wahrscheinlich ist das das Problem, das bei dir liegt, Martin. Zum Beispiel, dass du nicht eingeloggt bist, wenn du die Loots abschickst. Weil da musst du die immer mit einer E-Mail bestätigen, wenn du nicht eingeloggt bist. Wenn das nicht machst, dann kommt natürlich auch keiner durch. Ja, aber vielleicht bist du inzwischen nicht mehr eingeloggt, zum Beispiel, Martin. Wie gesagt, das ist, glaube ich, jetzt eh vorbei. Ich glaube nicht, dass da noch Auszahlungen zustande kommen. Brauchen wir jetzt nicht so einen Kopf machen. Kalum. Wenn nicht, bleibe ich irgendwo hängen, ey. Wo ist denn? Ich hatte doch vorhin. Hatte doch vorhin. Weg? Hier ein. Holo, wo ist das denn schon wieder hin? Was ist denn jetzt los? Martin, vielen Dank für die 4 Euro. Machen wir so. Genau, ist mir auch lieber. Direktzahlung, vielen lieben Dank. Nee, Alter, danke, vielen lieben Dank. Für deine 4 Euro Donation. Vielen lieben Dank. Mitbezahlen Gebühren mal wieder. Wir können auch mal hier den. Ne, vergesst es nicht, aber mal schon bedanken. Also ich bedanke mich natürlich bei Martin.
Aber es ist natürlich geil, wenn ihr euch da auch noch bedankt. Kleines Herzchen in dem Chat da lasst. Für die guten Supporter. Vielen lieben Dank, Martin. Hallo Deckel. Servus. Danke, Marco. Ich hasse Nebel. Danke aus Seko. Au, halb dir mal ein bisschen hier, den guten. Genau, Martin! So geht das. Vielen Dank. Haben wir irgendwie ein Visierchen rumliegen? Doppelrotpunkt. Ah ja. Gut, dass wir uns dazu entschieden haben, früh rauszuspringen. Total im Arsch sind deswegen. Hallo Ronny, hallo Scooby. Ja, man sieht sich wieder, das stimmt wohl. Ich hab'n. Ich hab'n da nicht mal gesehen. Ich hätte vielleicht doch mal gucken sollen. Als ich mich kurz nach rechts gedreht habe, habe ich ihn nicht gesehen. Und ich dachte, dann kann ich auch die Ridge eben runterlaufen, dann sieht er mich nicht mehr. Falsch gedacht. Falsch gedacht. Jetzt haben wir hier Sonne, jetzt sehen wir Gegner auch wieder. Ich hätte am liebsten wirklich mal geguckt, wo der war. Er stand wahrscheinlich da einfach offen, man hat ihn nicht gesehen. Die beheben sich mal wenig, ja. Nicht so meins. Die Leute, die auf so was stehen, sollen auch Escape vom Tarkov zocken. Wenn sie rumsneaken wollen und sich verstecken wollen. Hey, Forti. Hallo Cloud Connor, schon genannt. Like
Upp. Fünf. Der dritte ab. Der haut auch ab. Okay. Minus zwei, minus noch einer weg. Fehlt nur noch einer. Zwei fehlen noch. Entschuldigung. Hallo, Ketzi. War der da oben? Ah ja. Depp. War noch ein Diner, glaube ich. Was? Und der hat einen HP gehabt, ne? Alter, die beißen, ey. Das ist so krass. Dritte Runde für den Arsch. Erkennt ihr, es gibt viele, die das am Ende spielen. Das ist halt auch eine Handfertigkeit, die muss man erstmal lernen. Ja. Es gibt ja Ligen, ja, für PUBG Mobile. Leute, die in der Halle sitzen, nur mit dem Handy in der Hand. Guck dir das mal an. Guck dir mal an, wie präzise die sind. Ja. Das ist Wahnsinn, ne? Aber das wäre nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, allgemein Spiele auf dem Handy, muss ich ganz ehrlich sagen. Spiel auf dem Handy spielen ist so, keine Ahnung. Kleines Display, Finger eng zusammen, kriegst einen Krampf dabei. Ja, nicht meins.
Ich habe ja PUBG Mobile auch mal auf dem Handy gehabt. Vor langer, langer Zeit. Ey, das Handy ist auch so heiß geworden, ey. Hast 20 Minuten gespielt, das Ding, das hättest du in die Hose stecken können als Taschenwärmer im Winter. Mir ist das so formuliert, ja komm. Servus. Ist sicher auch eine Gewohnheitssache. Aber wie kann man das Auto nicht hören, indem man keinen Sound hat zum Beispiel? Callum. Der hat keinen Sound gehabt. Sicherheit nicht. Was? Oh, das ist schon wieder zum Kotzen. Ey. Heute läuft ja gar nichts. Hallo Sven, guten Abend. Hey Gaddy, willst du mitmachen? Bitte.
Oh, und das Gesicht freigeschalten. Hallo Andi, grüß dich. Nee, Jacob, da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin nicht so der Survivor-Typ. Ich habe auch kein Problem an sich zu sterben, wie jetzt, ne? Ist nur so, ich war ihm eigentlich so überlegen, weißt du, wie ich meine? Und er kriegt mich halt trotzdem aus irgendeinen unerfindlichen Gründen. Das ärgert mich, ne? Das ist das Einzige, was mich ärgert an der Situation. Mich ärgert nicht, dass ich tot bin. Gerade im Early Game ist mir völlig lax. Schlimmer ist, wenn du im Midgame drauf gehst. Du hast gelootet, du hast ein bisschen was gekillt, läufst ewig rum, findest keinen auf einmal Platz tot. Ne? Oder Endgame, weil dann wärst du natürlich lieber weitergekommen. Ne? Das ist ja Early Game. Das hängt aber, warum meine Stats so schlecht sind, weil ich rein YOLO ständig. Auf der Insel hier, nur noch ganz, ganz wenig. Das haben sie irgendwann mal gepatcht. Also, das ist echt übel. Also ich glaube, Black war zuletzt drauf und... ein so Rucksack, ein so Helm und der SMG und irgendwie ein Painkiller oder so war alles, ne? Also das ist... vergesst das, geht da nicht drauf. Sucht euch lieber, wenn ihr safe spielen wollt, sucht euch lieber einen Ort, der nicht so gern angesprungen wird, der vielleicht auch weiter weg ist, ne? Jetzt in dem Fall zum Beispiel hier. Wäre relativ weit oder hier. Rotzock ist auch sehr, sehr weit. Wenn man da hindeift, ne? Da hat man da meistens schon Ruhe. Soweit man irgendwie länger diven muss, sind in der Regel auch keine Gegner in der Nähe. Ja, es kann sein, Jacob. Vielleicht haben sie es da nicht angepasst. Ich glaube, bei Prototypen war, da hatten auch ab und zu mal die Taktik. Da haben wir hier Boote gesucht und sind da rüber gefahren. Boah, war das immer ein Krampf, ich hab's gehasst. Hallo Udo, schon genannt. Ah ja. Hinten links zwei. Okay. Vor uns Puzzle aus auch einer. Jo. Das sind Zweierhelm. Ja. Weißt du, die einzige Waffe, die hier drin ist. Zweier Weste. Die einzige Waffe, die da drin war, war ein Revolver und eine Flairgun. Hm. Jetzt muss ich natürlich den Revolver liegen lassen, weil ich die Flairgun mitnehmen muss. Naja. Stabil. Okay, ich habe eine Barrel. Ich hab zwei Sechsfachvisier. Eins würde ich dir abnehmen. X hier auf die Treppe. Zwei Helmbeugen noch.
Er hat einen genockt. Und ein Nahkampfvisier. Okay, rechtes Puzzle aus tot. Ja. Oben auf dem Dach, linkes. Ja, fuck. Gesehen. Ich hab ihm einen Headshot gegeben. Bin aber noch. Bleib, bleib, bleib. Oh nein. Könnt ihr mir vorstellen, dass mein Headshot nicht mehr gewertet wurde? Sonst hätte ich ihn getötet, weil ich habe ihn gerade safe eingegeben. Naja, er wurde nicht mehr gewertet. Man hat das Blut aber spritzen sehen. Okay. Dach ist tot. Okay. Ich habe keine Helm mehr. Wurde vom Dings beschossen, 6er Block. Rechtes Puzzle auslebt auch noch. Schießt auf mich. Organisieren wir erstmal wieder einen Helm. Irgendwo war noch einer. Rechts, linkes 6er Blockhaus zu uns hat einen Hit. Ja. Ich weiß nicht, wo der Helm ist. Ich komme einfach rüber, ne? Oben drin auch. Sind beide da drin. Alter, das gibt's doch nicht. Uiuiuiui. Alter! Spinn wohl. Okay, die sind jetzt im mittleren Puzzle raus. Helm hab ich wieder. Hast du den schon gelootet? Der, ich geh nicht aufs Dach. Okay. Weil 6er Block macht noch Auge. Der Block fährt weg Richtung Halle. Ich hab ein K rausgezogen. Die pushen ans Haus. Ich hab die Treppe. Ich hab die Treppe. So. Ja, okay, warte. Los, ey. Bin Second Knock, leider. Bin safe. Ich krieg nur ins Gesicht schon wieder. Ey. Schon wieder Doppel-Headshot bekommen. Wie der Typ auf dem Dach gerade. Was ist los?
Ich halte keinen Koffer, ne? Ich muss warum meins. Jetzt hätte ich noch versucht, was zu machen vorher, bevor ich zu dir gekommen bin. Hättest du was gesagt? Einen hatte ich noch. Ja, ich hätte ihn nehmen müssen, bevor ich zu dir bin. Das sind halt diese ein, zwei Sekunden. Zu dir laufen, Koffer nehmen, das wäre jetzt dieselbe Nummer gewesen, wie wenn ich dich hoch versucht hätte zu holen. Ja. Hab die Schrotze auch voll an ihm vorbeigedrückt. Frag mich gerade, bin ich heute zu lahm oder weiß ich nicht. Gestern lief's so gut. Ich hatte gestern meinen Flautentag. Naja. Ich hatte gestern 4 Chicken. Ja, 4. 2 Zehner im Solo. Hau ein Bier, Schlumpf. War ich ganz nett. In einer Runde ABM und M249 gehabt. Oh ja. Ja. Die M249 habe ich erst ganz am Ende rausgeholt. Ich glaube, da brauchte ich eine neue Weste oder so. Ich lieb das Gerät. Die hat mir einmal richtig den Arsch gerettet. Da hockt auf einmal einer vor mir, als ich gerade so über den Stein drüber gehe. Guck. Ohne die Manpower der M249 wäre es wahrscheinlich nichts geworden. Aber ich habe heute wieder 3 Reports von gestern reinbekommen. Ja, einen hatte ich heute. Udo, das ist auch immer, wenn Gerdi streamt, dadurch, dass ich halt, sag ich mal so, Gerdi ist sein Kanal so. Das war halt in Custom Games. Sorry. Ich habe dann irgendwann gesagt, hey, komm, bevor ich mir die Statistiken noch weiter kaputt hau, wir gehen auf Custom Server ein bisschen ballern. Einer geht ganz. Sind 2. Einer kommt late. Ja, den sehe ich. Dadurch, dass ich Gerdi so geholfen habe, hier seinen Kanal aufzubauen, haben wir halt auch eine relativ ähnliche Community. Ja, 2 Hits. Ich weiß nicht, wie viele Mumpeln getroffen haben. Dadurch, wenn Gerdi streamt, ist es natürlich so, dass dann auch die Zuschauer bei mir runtergehen. Wenn natürlich dann noch ein paar zu Dinge zu übergehen. Achso, Mikrofon. Cool. Wo ist er denn überhaupt? Ne, die sind beide jetzt hinten bei den 3. Ach lol, der ist ja außen lang gelaufen. Ne, gedived. Ah, okay. Ach ja, nerv mich doch nicht. Er hat einen Kopfschuss und einen Körperhit. Ich arbeite auf dem Winkel. Auf dem Einzelhelm. Voran. Er ist im Spat gegangen. Knock. Hey, das gerade rein. Der Block ist auch fertig. Hier liegt eine K. Nehme ich.
Dreifachscope ist mit dabei. Ich hab 8er. Willst du die M4? Nee, ich spiel AK. Okay. Baust du Koffer, habe ich 6. Ich hab 4, alles gut. Ja, hier hat auch nochmal eine AK. Kann den Charlie geben. AR. Ich hab mal Charlie schon. Bitteres warst du jetzt drin, oder was? Ja, aber nur durchgelaufen. Ich hab ein neuer 2er nehmen und eine DMR. Naja, ich hab zu viel 5er. Ach, du läufst schon vor. Die steppen vor mir. Kannst du merken? Ich weiß jetzt nicht wo. Oh warte, ich hab ne Mini gefunden. Gib mir das Heck. Das Balcony oder? Ja, ja. Ja. Helfe ich dir jetzt am besten? Auch Nachtfahrt. Der ist vor meinem Grandfather. Ja, komme. Teammate muss aus Richtung Balcony kommen. Ja, ich deck dich ab, soweit ich kann. Wie sicher, wo er war? Hinterm Grandfather. Komm jetzt runter. Ist der andere reingekrochen? In der Ecke, hinter der Mauer liegt er. Der andere konnte im Balcony sein. Nee, in der Dinge drin, im Set der Leute. Stand mitten in der Tür drin. Ich krieg vom Krankenhaus. Oh, leck mich da am Arsch, ey. Hat einen Headshot im Satellite. Bin da. Wechsel doch auf die M4, die hier liegt. Jo. Ja, Krankenhaus, guck noch. Alter. Digga. Jetzt sind wir noch oben drauf einfach. Die specken die Leiche ab. Alter! Gehen alle gegen mich heute. Einen genockt von denen. Na gut. Ey, da sind die mir auf die Nüsse gegangen. Braucht man ein 2er Backpack? Ja, ich muss auch noch mal gucken gehen. Helm, Weste, alles kaputt. Taktisches brauche ich noch. Me too. 2er Helm, neu, hier bei mir. Oben drin. Sie.
Alter, sind die penetrant. Wir sehen leider nicht. Ich guck grad voll drauf, jetzt sehen. Hat Headshot. Helm habe ich. Die sind richtig penetrant, ne? Die eiern die ganze Zeit da oben drin. Hm. Die müssen auch rund zu, ne? Zwei Backpack habe ich. Und die können auf dem Berg spielen. Ja, aber die müssen dann trotzdem auf lang oder kurz auf und zu. Alter, sind das. Ich bin am Arsch, ey. Ja, weil die treffen die auch alles, ne? Richtig penetrant. Ich sehe den nicht, der auf dich schießt. Jetzt sehe ich ihn. Er ist auf der Treppe gewesen. Also entweder er geht nach hinten weg. Einer ist ganz rechts. Den sehe ich nicht. Habe ich einen Baum davor? Ja. Campingfest. Ja, ist scheiße. Gut, ich guck mich mal gerade hier um. Beste brauche ich. Ja. Gut. Ich kann auch nochmal gucken. Muni, ich hab 29 Reload. Ja. Das markiert der Puss aus unten drin. Da liegt einiges. Ich geh auch nochmal looten, ne? Ja, CC. Hey Toretto, servus. Ich habe jetzt 318 Reload. Wir können über den Wasserturmberg laufen. Auf jeden Fall. Frische Zweierweste wäre geil, meine ist halt. Und ja. Normal massakriert worden. Ich guck. Ich glaube, die sind abgedampft. Hm. Hier ist keine. Kommt trotzdem nochmal bei dir rein, wegen ein bisschen Muni. Unten auf der Ostseite liegt noch was. Ja. CC. Und musst du mir mal sagen, wie viel du hast? 194 Reload. Ja gut, das reicht, ne? Locker. Ja, einen Stock brauche ich auch noch. Willst du noch was haben? Einen Stock brauche ich noch. Ein Tactical. Ach so. Ja, me too. Das sagte ich. Me too, me too. Hier sind neue zwei, weißt du? Oder warte mal. Aus irgendeinem Grund hat die einen Kratzer. Ist mir egal. So, wir müssen zur Brücke, okay. Koffer und so bist du auch alles fein, ne? Bin fein, fein. Buffer ist so grenzwertig. Streit. Ja, hab ich schon was liegen lassen. Gut. Ja. Ich packe aber jetzt ein. Ist nicht so schlimm. Bitte? Ist nicht so schlimm. Schon wieder einen gefunden. Ich. Ja. Einen habe ich auch gerade gefunden. Okay, ich bin jetzt hoch auf 12. Kann dir auf jeden Fall was geben. Henry, danke für ein Abo. Gehen die wieder aneinander vorbei? Natürlich. Was sonst? Fahren? Oder laufen, mir ist Wurst.
Achso, nee, Bahn? Hä, was hast du verstanden? Bahn. Fahren, habe ich verstanden. Fahren. Ja, nee, Bahn? Fragezeichen? Bahn, warst Bahn, du schon? Ja, da war ich, glaube ich, am Anfang drin. Ja, naja, hast du lootet. Das war auf jeden Fall witzig. Oh, ich bin rausgedroppt. Warte hier. Oder bist du voll? Booster? Nee, ich kann noch. Ja, ich kann noch. Gaddy, denk immer dran, ein Koffer mehr als der Gegner haben. Ach ja, ich bin gestern Zweiter geworden. Heilduell in Nord, Georgie. Er hatte einen Koffer mehr wie ich. Ich hatte fünf. So dumm. Seeschwass in solche Zonen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, keine Chance. Hätte es noch versuchen können, in Nate oder in Molly irgendwie ein Fenster reinzuwerfen auf Prediction, dass er vielleicht dort steht, aber. Neue zwei Messer? Ja, da ist der Kratzer weg. Hier liegen auch Tote. Echt? Ui, ja, gar nicht gesehen. Super. Von wegen neu, die hat einen Kratzer. Ah, na ja, gut. Einen dickeren. Ja, buffern wir mal gerade. Oder halt hier über die Brücke irgendwie gehen, auch wenn dieser Bergkacke da ist. Ja. Wahrscheinlich das da schießt. Mhm. Naja, das ist das. Safe. Und ich glaube, die andere Brückenseite. Mhm. Hat auch geschossen. Da kommt da gerade ein Buggy rübergefahren. Mhm. Da muss er hin. Ich hab mal auf die Brücke zufahren sehen, aber nicht rüber. Geht der da noch? An dem fetten Stein? Ja. Das könnte sein. Wo ist er denn hin? Ja. Hä? Wie kann? Fahrzeug. Mit uns? Okay, ja. Ich bin an der Brücke. Fuck. Schieß auf mich. Aus dem Wald. Osten. Ey, hier close vor mir ist einer irgendwo. Der steht hier irgendwo am Berg. Ja, zwei. Gott. Oh, ich bin so schlecht, ey. Es sind zwei da oben. Ich kann auch hinter... Nee, kann ich nicht. Kaputt. Kriegst mich nicht mehr. Zone rippt mich. Gar keine Ahnung, was ich machen soll. Ich laufe jetzt hier unten am Wasser entlang. Ja, mach das. Hey, vom Herden, servus. Hallo Caesar, servus. Die schießen nicht auf die da oben, ey. Nee. Ich bleib hier erstmal liegen. Ey, guck mal, wie viele Gegner es auch nur noch sind. Okay, der hat da einen Knock. Warum schießt denn die da oben nicht auf die? Nein, nicht. Vielleicht haben sie sich doch schon bewegt. Ich hab mir den Namen nicht gemerkt. Nee, das sind die da safe nicht. Weil, wo du da die gespottet hattest, hat da hinten einer auf mich geschossen. Ah. Vielleicht sind sie auch gelaufen oder so. Kannst du wie ein Paramedic bei mir rausziehen?
Ja, das ist mein Plan. Vom PAR hatte ich auch. Gut. Aber immer noch keine Tactical mehr. Nee. Bin ich einmal getroffen, ne? Spray on point heute, ja. Oh, völlig on point, ey. Wahrscheinlich hat mich Selbstbewusstsein verlassen nach den ersten Runden. Ich wundere halt, die sind safe nach hinten irgendwo weggezirkelt. Aber schießen halt auch nicht auf die da. Ah ja. Ja gut, du bist ordentlich weit weg von der Zone, ne? Ja gut, es geht. Ist Phase 3, das kriege ich locker hin. Ja, 4 jetzt. Es tut schon ein bisschen weh, kriegst du hin, aber tut weh. So weit weg ist halt, ne? Die sind halt alle noch außerhalb. Ja. Mach nur runter weiter, wie es aussieht. Kommst halt genau wieder am Flieger rein. Mhm. Da geht Shooting Range. Wollte ich gerade sagen, da muss ich Open Field darunter nicht Shooting. Das schafft man komischerweise relativ gut, aber. Tatsächlich kannst du hier überall stehen, ne? Dieser ganze Bereich links von der Shooting Range kannst du überall stehen. Es gibt nichts großartig Erhöhtes mehr, was dir gefährlich werden kann. Hey, da war grüß dich. Nix, gut. Sabi hat sich selber mit der Nate gesprengt, ist ein Fenster gesprengt. Aber die fighten immer noch. Sind die überhaupt drin? Die fighten doch. Yeah. Die fighten wahrscheinlich von innen aus der, von der Zone aus der Zone. Und da ist noch ein Team. Der hat da einen genockt. Ja. Der an der Brücke stand. Mhm. Ja, die Zone läuft. Wo ist? Sein Mate läuft schon weiter unten, hast du gesehen, ne? Nein, von rechts. Ah, da krieg ich doch. Ah, schön. Warum? Weil die unterhalb von mir Krach machen und die dadurch in die Richtung gucken. Ja. Gerade nochmal einen Koffer drücken, dann versuchen einen zu schnippen. Ja.
Ich hab keinen Bock mehr auf Flaute, Gerdi. Das muss jetzt anders laufen. Treff mehr, stirb nicht so schnell, lautet die Devise. Ja, ich geb mir Mühe. Ich seh's ja ein, ist in Ordnung. Okay, ich bin ein Noob heute. In der Situation gerade konnte ich halt nicht wirklich viel machen, weil du schon vorne... Hättest du den ersten genockt, wäre ich sofort rangepusht. Ja. Als ich aber dann die Kugeln mitgezählt habe und gemerkt habe, okay, Cheap leer geschossen, keiner noch. Wusste ich schon, jetzt wird kritisch. Dann habe ich... So war das nicht. Ich hab nicht leer geschossen. Ich hab die Waffe gewechselt, weil ich gemerkt habe, dass ich nichts treffe und der gibt mir einen Headshot und einen Bodyhit. Aber ich hätte ihn vorher schon haben müssen. Ging es halt an Tagen wie gestern, hätte ich den Spray einfach gemacht, der Typ wäre noch gewesen. Ich hätte pushen können. Du hättest nachpushen können. In Tagen wie heute? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, meine Murmeln sind vorher durch ein Sieb gegangen. Weil die kommt nur Watte vorne raus. Juckt ja, irgendwie. Nicht. So, wie sieht's denn hier aus? War nicht mehr so schlimm. Vier Leute. Zwei steuern einen Sechserblock an. Die Frage ist... Ich lasse die erste Reihe. Die zwei hier gehen auf die Puzzlehäuser. Ja. Ich hab Barrel, Zweierhelm, Feuerweste. Und ich hab zwei Nades. Puzzle aus vor mir ist frei. Ich versuche da jetzt gleich rüberzukommen. Ich bin der Flank frei. Okay. Weiter ins mittlere? Bin mir unsicher. Mittleres auf jeden Fall. Yep. Ich versuche hier in das Äußere zu kommen. Aufs Dach. Gepusht da? Die pushen da schon. Nee. Hört. Den habe ich. Das war der Mate. Ja. Vom mittleren Puzzle aus. Wollte zum Sechserblock laufen.
Machst du das? Tot, hab den anderen hier. Lol. Kobe schmissen. Na gut. Gibt's halt nichts für mich zu tun. Wie auch die letzten Runden schon, keine Kills. Hauptsache man war dabei. Ja. Wir hatten Kara. Willst du die SLR haben? Ja. Dann bring ich den Kara mit. Hier liegen noch Attachments. Wangenauflage, erweiterte AR in dem Typen, der Boy hier ist randvoll. Ich brauche einen Scope, was für die M4 vorn drauf, Visier und Wangenpolster. Guck mal rein. Ach, da liegt doch noch einer. Ja, ja, den hab ich gerade gefunden. Naja, ich bin voll. Ach so, ich habe auch 6 Nades. Ich nehme dir keine ab. Ich muss aber irgendwie 2 loswerden. Schmeiß ja nicht. Nein. Das tue ich nicht. Brauchst du Buffer? Mir zu ordinär. Ich habe 6, ich habe nur 2 Koffer. Da lag nur eine Sahnetasche bei dem drin. Das hab ich. Das hab ich gerade mitgerechnet. Ah, oh, okay. Größere Scope, boah, der Flieger kommt. Könnte noch hier dorten. Ja. Na, er fliegt woanders lang. Ja. Ich meine, Container City ist weggelandet. Bin mal unsicher. Daily Challenge, Daily Challenge. Ah ja, okay. Hab schon wieder vergessen, was ich machen muss. Ach, ich muss Firsties nehmen, auf jeden Fall. Alles. Oh, gib mir ein 3er Backpack. Ja, würde ich auch nehmen. Dreier Weste, schwacher Trost, nehme ich. Lord Georgie ist mega am Ballern. Hm. Ich habe ein Vierfach gefunden. Ja. Brauche jetzt also nur noch was für die M4 vorn drauf. Ja, ich spiele AK, SLR jetzt. Brauche beides vorne drauf. In Altronny. Ach ja, hab wieder alles im Griff. Oh. Auf dem sinkenden Schiff. Oh. Du merkst meine Begeisterung beim Singen, ne? Ja, jetzt Karneval steht doch vor der Tür. Ich hatte ja eine Idee für einen. Ich hatte ja eine lustige Idee für einen Special Stream, aber das verstößt, glaube ich, gegen meine Prinzipien. Ich wollte machen, One Kill, One Shot. Hab das gehört. Ja, die hat Prinzipien. Yo.
War auch eine Kobi. Wie laut man die hier noch hört. Hm. Bin mal gespannt, mit dem nächsten Update wird der Sound verändert von den Nades. Ja, da kommt ja noch was anderes, ne? Sie werden schwerer, sie haben Schadensreduktion durch verschiedene Westen, wenn du liegst. Ja. Also es sind so alles Dinge, die gefallen mir persönlich ja überhaupt nicht. Ja. Nades sind schon sehr, sehr stark, finde ich. Ja, aber sie wurden ja schon mal hart genervt. Sie wurden ja schon mal schwerer gemacht, dass man von ihnen weggebounced wird und auch Sturzschaden bekommt. Das wurde ja alles schon weggemacht. Ja. Ich find sie jetzt nicht so overpowered. Ja, so vom Umkreis her, weißt du, du bist halt auch mal schnell einfach, obwohl die gar nicht so nah an dir dran ist, bist halt trotzdem auf einmal Fritte, ne? Das ist halt so der Punkt. Die Nade ist eigentlich immer nur so stark wie der Typ, der sie wirft. Ja. Trotzdem, im E-Sports-Bereich haben sich ganz viele drüber aufgeregt über die ganze Zeit, das weiß ich. Weil es halt so Mitte ist, wirklich gegen jeden zu kämpfen, egal wie viel Deckung er hat und, ja. Ja, aber ich finde, gerade deswegen sind sie doch interessant, weil sie ein taktisches Element sind. Ja. Nee, ich weiß schon, was du meinst. Wie gesagt, also ich würde mir so einen Zwischenweg wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mal gespannt, dass man sie vielleicht abschwächt, aber nicht so stark. Also ich bin mal gespannt, ob man mit dem Update jemanden noch instant mit einer Nade killen kann. Ja, kann man. Safe. Meinst du? T3-Weste ja. und du liegst an der Nade? So, naja, T3-Weste? Ne, ich denke mal schon, wenn du noch liegst. Also die Nade macht so viel Schaden. Ich weiß halt nicht, wie viel Schaden eine Nade macht. Das ist ja witzig. Kennst du Schadenswerte von Nades? Nee, aber rechne mal damit, wenn du nah dran stehst, mit 200 Schaden. Das stimmt. Weil die killt dich ja selbst, wenn du 3 Meter weg bist. Mhm. Also. Ja, und sie werden schwerer. Kannst du noch weniger mitnehmen. Und zwar um 50%, ne? Mhm. Das finde ich krass. Das ist halt dann anders kritisch. Das meine ich mit Zwischenweg. Das finde ich halt zu viel. Ne? 50%? Alter. Das ist schon sehr viel. Also von mir aus können sie die Schadensreduktion machen. Und von mir aus können sie vielleicht auch einen Ticken schwerer machen. Aber bei Weitem keine 50%. Was wiegt sie denn im Moment? Ich glaube 18, oder? 18. Keine Ahnung, ich hätte sie vielleicht... 54 wiegt die wiegt 3 mal 18. Kapazität steht unten 18. Wenn du Achso, nee, warte mal, ich hab 3 Nades. Vergiss es. Yeah. Deswegen. Ja. Also keine Ahnung, selbst wenn du es auf 24 machst, wäre das schon viel, weil das 33% Erhöhung wäre. Ja, das wäre aber so ein Plan, wo ich sagen würde. Ich sag mal so, auf 21. Warte mal. Hier kommt ein Flieger an. Ich habe 15%, das wäre okay. Bin auf dem Weg. Ach, der. Ich glaube, der ist hier gelandet. Der ist hier gelandet. Hinterm Wasser. Weiß ich genau. Ja, naja, irgendwo hier in Container City. Ich sehe einen laufen. Läuft da, ich schieße nicht. Richtung Osten gelaufen. Ah, ich sehe den Flieger. Der Flieger ist ganz Nordostseite. Also von dir aus straight Norden. Hinter uns kommt noch was. Ich höre Krankenhaus oder sowas. Mhm. Oh. Okay. Ich muss erstmal wieder hochklettern. Mach das.
Haha. Das Spiel mich lässt ja. Spider-Man, Spider-Man. Ich würde mal einen Berg hochgehen, weil ich mir sicher bin, dass noch welche von hinten kommen. Gesehen, einer läuft jetzt zur der Halle. Nur einen gesehen. Weißer Helm? Ja. Kann doch sein, dass er solo ist. Wollen wir ran oder wollen wir es lassen? Ich versuche hier über die Seite ranzukommen. Komm zu dir. Wir müssen wissen, wo er ist. Berg schießt auch noch auf Südosten. Ich glaube, der ist noch in der Halle. Ja, er ist da noch drin. Tot. Dachte ich mir, der war solo. Ich gehe zurück. Ja. Die Dreierhallen laufe ich an. Ja, folge sofort. Wenn er da was für eine AR von drauf hat, was du nicht brauchst? Tatsächlich nicht. Ich habe einen Kompi rausgezogen für die AK. Ist okay. Die liegt eine M24? Nee, ich spiele jetzt die SLR. Ja. Alles unlootet, ne? Dreierweste gefunden. Moped? Ja. Es wird beschossen. Ja, ich warte auf die Whites. Und nee, jetzt hat er da angehalten. Knock. Beide tot, Whites noch. Kein gesehen bisher. Einer läuft schon. Oh, der Headshot, so eine Kacke. Er war zwischen den Häusern. Die haben. Ein Team hatte Moppelt, das waren die da, ne? Das waren die, die wir gekillt haben. Guck mal kurz, das sind Dreier Moppelt. Wenn sie es nicht kaputt machen können, auf das Moppelt zählen. Da kommt mal was von außerhalb rein. Ich hör's. Der. Ich crosse. Die fahren. Ja, das dachte ich mir. Ja. Muss heilen. Ja, ist in Ordnung. Ich hab die falsche Nade geworfen. Meine Nade ist raus. Die haben meinen abgestaubt. Fahr. Ich nehme das Moped. Wir werden die ganze Zeit beschossen, wahrscheinlich von Geld. Die haben auch meinen abgestaubt.
Ich jump hier einfach ins Wasser. Auf Höhe der Brücke. Ja. Ah, ist das Gouch. Genau auf die andere Seite. Dann können wir aber am Wasser entlang gehen. Ich habe nicht einen Kill bisher. Abgestaubt. Ich den so sauber genockt. Das ist schon wieder ein Witz. Wir können wirklich sehr gut bis hier vorne hinlaufen. Also das sieht eigentlich normalerweise keiner. Ich weiß, was du meinst, ja. Hopp halt rechts. Das fährt aber oberhalb. Hinter uns kommt auf jeden Fall auch noch ein Team. Die kommen schon, 300. Einer ist am Stein gewesen. Ich laufe nochmal. Stein habe ich gesehen. Stein hat einen Headshot. Wir müssen gleich laufen. Einer hat einen Kara, wir müssen aufpassen, dürfen uns nicht knocken lassen. Einer auf, hab's gesehen. Der andere am Stein. Hat wieder einen Hit. Der muss rein. Ja, ich auch. Bin schon wieder getroffen. Bei mir kommen Querschläger vorbeigeflogen. Die haben beide SRs. Ich laufe. Wir müssen jetzt nicht von der Brücke. Wir müssen mal mit der Brücke. Gut. Ja, war instant. Wir müssen unter der Brücke durch. Ja. Halt dich ruhig, ich guck erstmal. Äh, 145 nah am Strand. Ich würde versuchen, bis zur Shit-Track zu kommen und dann. Wir müssen uns aber wahrscheinlich beeilen, sonst werden wir von hinten und von vorne abgefangen. Rechte Seite ist fertig. Hab's mitbekommen. Muss auch aufpassen. Schaffen die kaum durchs Wasser. Ist ja ein Laufen, 170. Ja, gesehen. Ich will noch nicht schießen, ey. Wir sollen ins Wasser kommen. 170. Hervor. Der läuft komplett hinten rum, um die großen Felsen. Er ist oben drauf.
Nice. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht von oben abgefangen werden. Da steht schon ein Dutcher, 55. Ja, aber wir können auch unterhalb hier laufen. Hier rüber. Ja, dachte ich auch gerade. Ich glaube, da muss man schwimmen, oder? Könnte. Wenn wir schwimmen müssen, wird es eng. Wenn wir dann irgendwo hochkommen. Drei Gegner. Achso, null. Also links hinter uns auf jeden Fall. Ich laufe jetzt rüber. Rechts ist ein Smoke. Könnte auch sein, dass der da den Typen gekillt hat gerade. Ja. Nee, die Zone überlebt hier keiner. Bin schon mal oben, ne? Bin da, da, bin gleich. Einer ist links irgendwo. Ja, von links muss er nur vorbei irgendwie. Die Frage, ob schon einer rechts ist. Wenn er nicht unten irgendwo an der Küste hockt, ist hier alles frei. Einer läuft auf mich zu, 3:30. Hat's an den Stein geschafft? An den Baum? Hält es raus? So kurz. Ui! Headshot bekommen! Alter, ey! Ist er an dem Baum oder am Stein? Ich könnte geschoben haben. Muss aufpassen, dass nicht von links auch noch einer kommt. Er läuft. Er läuft. Okay. Es könnte sein, dass unten an der Küste einer war. Ganz unten in der Ecke da irgendwo drin. Gesehen. Okay. Da unten der Stein. Ist er? Ich hab hier sechsten Sinn hier. Ich geh über die Bäume da. Die links von dir sind. Jetzt hat er eigentlich gleich keine Chance mehr. Krieg noch Nades. Den leider nicht. Jetzt sehe ich ihn. Oh, ich hab noch 4 Kills gemacht! Sehr schön. Der Fluch ist gebrochen! Ich bin so toll! Keine Stück DNA, was du bist! Ja, genau. Nicht. Aber müssten so 500 Schaden gewesen sein. 613 Schaden sogar! Hey, wieder einer gebannt. Hey, danke für die Glückwünsche. Du hast 634 Schaden. Du hast 634? Mhm. Wie viel Kills? Auf 6 Kills. Ja, verdient, ne? Möchten Sie einen neuen Schwung? Ja, ich möchte einen neuen Schwung Tagesaufgaben. Oh, Moment mal. Was ist denn jetzt kaputt? Alles. Muss man das nachprüfen, was für uns beide interessant ist? Ich habe schon wieder eine Auszahlung von Loots bekommen. Zum Tod? Ich habe am 14. eine bekommen. Und jetzt. Also 2 Tage später. Hä? Ah ja. Jetzt muss ich aber mal gerade.
Geh mal kurz auf Toilette. Danke für die Glückwünsche an der Stelle. Nö. Das Loot. So, ich mach mal ready, geh aber auch noch mal rauchen, ne? Wow. Am Stuhl hängen geblieben. Fast auf die Fresse geflogen. Ja, besser so als wieder Wasser oder sowas über die Tastatur zu kippen, ne? Ach. Chris, schönen guten Abend, mein Lieber. Danke für den Loot. Was ich noch sagen wollte, aber seit heute ist mir aufgefallen. Oh, hier kommt was mit. Südliche sind frei, wir können auch noch rumdrehen. Ja, drehen wir. Örtliche gehen zwei Teams. Viererblock sieht leer aus, wenn ich mich nicht ganz geguckt habe. Ja, deiner ist auch leer. Bei. Ich werf dir kleine Nate rüber, du Arsch. Wir mal looten hier. Also die letzten Tage wurde kein Umsatz bei mir gemacht auf Loots. Gar nichts. Es sind 37, 38, 39 Loots durchgegangen und nicht ein Cent wurde davon berechnet. Also ich glaube, jetzt ist echt Feierabend.
Ich lasse das jetzt nochmal eine Woche laufen und dann. Was meinst du? Wir holen Early Loot und gehen vorne an der Straße auf Abfangkurs. Ja, können wir machen. By the way, Abfangkurs ist im Moment mein neues Lieblingswort. Ah ja. Was denn? Bist du auf eine adäquate Fernkampfwaffe? Hätte ich auch alles, um es zu tun. Ich hab sogar einen Kara. Ich gehe jetzt davor hin. Guck, dass ich auf die andere Straßenseite in diese Ecke komme. Da, wo immer der Fahrzeugspawn ist. Okay, ich weiß, was du meinst. Okay, der ist Knock oben. Ins Two-Story rein. Da komme ich gut ran. Mhm. Ich stehe jetzt ein bisschen auf Sound hier, ne? Ich auch. Hörst du denn irgendwas? Nee. Vision-technisch bin ich nur Richtung, ne? Siehst du, wo ich nicht gucke. Mehr sehe ich nicht. Ja. Hält auch gar nichts, ey. So. Die sind in der Zone, die bleiben jetzt einfach auf der Poli hocken. Ja, oder die sind mit da hochgepusht. Gerade mal auf die Poli. Keine Bewegung. Sind da oben nicht eigentlich nur vier gelandet? Warum schießen die immer noch? Kann halt wirklich sein, dass die da hoch sind. Wette, dass die da hoch sind. Da wollen wir auch. Guck mal hier, das Haus ist offen. Welches? Das auf der Ecke, da war ich. So, lol. Einer scheint in der Bahn, zu sein. Ja. Jetzt haben wir nicht, dass ein Puzzle aus keiner mehr ist. Die sind echt jetzt, auf der, ne? Poli. Beide. Ich sehe sie. Wenn er mal gucken würde. Einer hat einen Hit. Ich hab halt nur zweifach. Mit. Ey, die hocken da beide auf der Poli drauf, ne? In der Zone. Muss nichts mehr bewegen. Ja.
Gut, eben das Haus hier in Hoffnung, ein größeres Visier zu finden. Ich sehe einen, der rennt gerade von der Bahn, hinter der Bahn, an der Bahn, auf Westen. Der rennt jetzt hier runter zu der Bahn ohne Dach. Ich weiß, was du meinst. Ja, er geht da rein. Ja, willst du da hinterher, oder was? Ja, im Moment habe ich einen Winkel, wenn er aufs Dach geht. Ja, habe ich auch. Er ist auf dem Dach. Sag mal, was habt ihr denn für einen scheiß Winkel, ey? Ja. Der ist Richtung Blues. Schon vier. Ich hab zweimal getroffen hier. Gehen die mir auf die Nüsse, ey. Der nadet da vorne bei den Blues. Beim Viererblock. Da fightet er auch gegen irgendwas. Einer ist Knock. Viererblock. Ja. Rechte Häuserreihe, von uns aus gesehen. Bin unterwegs. Selbst gekillt. Ja, Moment, es ist noch 1 gegen 1. Hat noch einen gekillt. Da. Das hintere der beiden Häuser. Er hat sich selber getötet. Alle tot. Ja, die sind immer noch auf der Poli. Wollt ihr mich? Ja, natürlich. Das ist. Typen sind krampfig. Das erste Vorhaben, wenn ich jetzt ein Visier hab, die Typen da runterholen. Ich finde leider, hab nur eine Crate bis jetzt gefunden. Hier ist noch eine. Rotpunkt. Eins, zwei. Wir hatten SAR, ja, ich nehme die mit. Für die drei nach Haus. Ich hab einen Kara weggelegt, ne? Ich hab selber einen Kara. Geh nicht mehr auf den Sack. Wo liegt denn der dritte? Man muss doch da irgendwo sein. Hier liegen zwei Koffer. Bin ich fein. Tactical bräuchte ich noch. Liegt hier. Ja gut. Ich mal Lucky Lucky machen wegen den Boys. Oh, der Wangenpolster, ein größeres Visier. Und der eine hat einen Wangenpolster. Wangenpolster habe ich gerade. Mhm. Ich habe ein Achtfach gefunden. Okay. Ja, so wie die spielen, werden die immer noch da drauf sitzen, weil sie ja drin sind. Ja. Ich würde gerne auf so ein dreistöckiges Maluki machen. Ich renne nur eben flott durchs Dinner. Oh, ich hab. Einer läuft zum Buggy. Direkt am Buggy, die wollen gleich fahren.
Der muss den Instant holen. Nate geht da vorne. Nee, er ist schon dead. Er ist dead. Vorsicht. Ich geh auf die rechte Straßenseite. Er ist auf der rechten. Ich hab er ist an dem blauen Container da. Hat wieder einen Hit. Pfeifen. aber sie haben halt auch Blues wahrscheinlich. Ja. Willst du es achtfach haben, wenn du irgendwie ein Sechsfach auf Vierfach hast? Ja, ich habe ein Sechsfach gerade gefunden bei ihm hier. Ja. Also gut, dass ich den rausgeschossen bekommen habe. Er ist eingestiegen. Bin noch draußen für ihn. Ja, die Blues hatten geschossen. Aus Süden. Ich gehe jetzt hier vorne hin auf Abfangkurs. Ja. Ach guck mal, ein Kompi ist ja sogar noch. Ja, da steht auch ein Auto dran. Der wird gerade gemollied. Einer ist Knock. Fuck. Ja, schießt das Auto. Ich versuche zu helfen. Okay. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch nicht. Und das bleibt, das sind drei Räder weg. Einer ist in den ganzen linken, wo die Tür offen steht. Mhm. Genockt, aber. Ich gehe mal. Jetzt läuft der andere außen rum. Man sieht ihn. Hat Headshot bekommen. Wie er gerade zur Tür reingeht. Ich gehe auf die Podi für einen Winkel. Ja, ich nehme das Puzzle aus hier. Alter, hatte ich einen Leck. Keine Bewegung bis jetzt gesehen. Nee, ich auch nicht mehr. Jetzt läuft einer links. Ja. Ah, okay. Ich lasse ihn mal kommen von den Häusern weg. Ja. Ich glaube, der ist solo. Okay. Jetzt, wenn er über die Straße läuft. Ja. Ah. Hat immer noch Deckung. Jetzt. Ich hab nur einmal getroffen, ne? Der Mate ist weiter hinten. Oh nee, da ist immer noch ein Team. Ein anderes. Hier weiter rechts. Richtung Tower irgendwo. Naja, Richtung Tower. Ja, ich sehe den. Sein Mate ist weiter rechts gelaufen. Ein Team ist. Das links ist dead. Den rechts sehe ich. Der ist genau da. An dem Heubein. Einen Hit hat er.
Er ist Playzone umgekippt. Ich hab mal umkippen sehen. Alle tot. Zwei sind Playzone gestorben. Wir haben noch den Buggy, ne? Ja. Wie unglücklich ist das denn, dass da zwei Playzone sterben von, ne? Mhm. Oh Mann, ey. Meine ersten beiden Runden heute, ne? Mhm. Vier Leute Playzone gestorben, die ich angeschossen hab. Mhm. Nee, das war gestern. Das war gestern, das war gar nicht heute. Vier Leute Playzone in zwei Runden. Ich dachte so, ja, fickt euch da alle, ey. Ich sehe da keine Crates hier oben. Weil hier oben sind halt gar keine. Einer liegt hier. Ja, das war ich noch nicht gucken. Ja. Nee, war nicht hier. Was hier? Hier liegt er. Hier liegt auch einer. Er hat noch einen 6er. Ja, pff. Kompis hat er. Ich würde eine M4 nehmen. Kompi hab ich. Ich hab eine M4. Okay. Voll ausgebaut. Ja, ich hab alles. Ich nehme noch die zwei Nades von dem hier mit. Ja, ich hab jetzt 5. Ja, da du jetzt bei der Aktion wieder keinen Kill bekommen hast? 2. Was, 2? 2 von 4. 2 sind Playzone umgekippt. Ja, stimmt, den einen, ja, den du angeschossen hattest, der ist dann Playzone umgekippt, das habe ich noch gesehen. In Neonix, grüß dich. Ich habe den einen sogar gelockt. Ja, genau, der ist dann Playzone. Ja, stimmt. Es ist blöd, ne, mit dem Buggy hier oben lang. Wir könnten noch mal außerhalb hier über die Straße. Ja, das wäre ganz gut. Wir könnten gleich runterrollen einfach. Oder wir laufen ab hier. Hier kann man schon, wir kann auch den Weg hier laufen. Ich hab noch keinen Medic. Was macht Zone? Ja, passt. Wenn wir hier unten lang laufen können, straight an die Klippen laufen. Da steht ein Buggy am Satellite. Mhm. 300. Wir haben nur 20 Sekunden. Wenn wir sie jetzt dann durchlaufen. Da ist der Zone.
Wir laufen hier direkt an Häuser ran. Aber die Häuser sind nicht mehr drin. Naja, schon. Bei uns abgestellter Flieger Richtung Westen. Gesehen. Der läuft dann an dem Flieger. Der kippt. Ja, das offen. Ist umgekippt. Unterhalb von uns ist eine miese Klippe, aber wir stehen ja auf dem Plateau erstmal gut. Zwei Gegner, 2,55 an dem Stein. Autsch. Rechts unterhalb von uns ist eine miese Klippe. Aber die kann man spielen. Ich versuche da runterzukommen. Okay. Einer wurde instant geholt. Das. Okay. Ich sehe einen. Nordwesten. Da steht ein UAZ, der T3. Fuck. Ich bin hier drin, bin erstmal safe. Soweit. Ich sehe auch erstmal gut. Sehr einlaufen, auf mich zu, 300. Zwei Leute, ein Gilly. Ich kann einen Hit. Der eine ist nice. Noch. Ja, ich mach direkt einen Winkel hier oben auf. Kannst du es marken? Ach, geht er wieder nicht, lol. Ich sehe ihn. Er bewegt sich zu viel. Ein Hit. Der Baum. Hat auch einen Hit. Nee. Hast auf den Mate geschossen. Beide weg. Schreien trotzdem runter, T3. Ja. Einer ist Playzone umgekippt. Ja. Bleib erstmal hier oben, ne? Yep. Wir haben noch mindestens zwei. Ich seh die Nades. Ganz da hinten. Ich hab's da einen kurz gesehen, genau da. Da ist ein Stein. Bin recht wieder im Game. Ich bin da. Er könnte gelaufen sein. Ja. Wessen mehr? Wieder am Stein. Ein Hit. Er läuft runter, wie es aussieht. Bei mir oben ist alles clear. Er läuft weiter. Es sind zwei, die runterlaufen. 2,75, wo die Smoke ist. Ja, gesehen. Achso, das waren doch noch die beiden. Ja, Gigi. Habe ich mir noch eine Awe und einen MK aus dem Typen hier jetzt. Nix.
Kein Fressen für Gerdi. Ja, die Kills. Hat Spaß gemacht. Das hat mich sogar angekreuzt diesmal. Du glaubst schon einen Gilly-Typen, der ihn noch gerade von den. Die waren beide T3. Der eine hatte Grozer, der andere hatte MK und AWM. Die hatten drei Airdrop-Waffen dabei. Unglaublich, ey. Mhm. Danke für die Glückwünsche. Oh Mann, ey. Was war denn jetzt Daily? Zwei Ledge Grabs und noch drei Koffer nehmen. So, bevor ich auf Ready drücke, gehe ich mal gerade Pipi machen. Oder ich mach schon mal Ready. Pipi. Pipi. Ja, läuft doch. Zwei in Folge hier. Und sonst läuft nicht daneben. Stand halt auch fast schon im Pan-Reichweite. Also hätte ich jetzt nicht geschossen, hätte ich sogar noch versucht, mit der Pan abzuwerfen. Letzten beiden oder was meinst du? Ja, jetzt hier bei den letzten beiden. Weil du hast den einen genockt, der einen anderen hart gehittet. Und der wollte sich dann gerade hinter seinen Mate zum Ratzen begeben. Da hätte ich dem einfach nur eine Pfanne gegenpassen müssen. Ja, ja. Ich war nicht weit weg. Ich war vielleicht 10, 15 Meter weg. Es wäre doof, dass die Pfanne nicht so weit fliegt. Ich hatte das so neulich mit Black, ne? Mhm. Auf Miramar. Ich wusste, dass unter mir rechts irgendwo einer in so eine kleine Dip reingelaufen ist. Und dass der wahrscheinlich noch dort ist. Und da gucke ich so drüber und der guckt die ganze Zeit in eine andere Richtung. Steht der geduckt, weißt du, mit der Waffe dann. Oben die Pfanne rausgeholt. Ne? Und da habe ich die geworfen, dann flog die nicht weit genug. Der Typ dreht sich um und fängt an auf mich zu schießen, ne? Also ich habe ihn noch gekriegt, aber... Und vor allen Dingen, der hat sich dann das Replay angeguckt, weil er mich für lecker gehalten hat. Das war ein Deutscher, weiß ich noch. Er hat sich dann auch darüber amüsiert, wie ich ihn angeguckt habe, mit der Pfanne auf ihn geschmissen habe. Der fand's witzig, das fand ich gut. Ich hatte noch nicht einen Funkel. Also jedenfalls nicht, dass ich, in irgendeiner Situation halt wirklich jemanden genockt hab oder gekillt hab, ne? Jetzt letztens die Tage eine YOLO-Runde TPP, habe ich in einer Runde zwei Leute mit der Hand weggeworfen. Low geschossen mit irgendwelchen Gaga-Waffen. Und als ich wusste, wo ich dann wusste, dass sie sich heilen müssen, einfach mit der gezückten Pen um die Ecke laufen. Ja. Oh nee. Ja. Unter mir ist ein Boogie. Ja, an dem Gelände. Genau da. Okay. Ja. Alter, wir müssen das mal hinkriegen mit dem Marken. Das ist voll scheiße, ey. Vor mir ist einer am Baum. Im Wald. Genau. Ein Stück. Das ist wie Jonas die letzten Tage. Vor mir am Haus ist einer. Weißt du, stehst mitten in der Stadt. Ja. Also ich habe hier einen eigenen Buggy, zieh durch. Jetzt hast du gesehen, wegen dem Baum. Gas, 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 Gas! Ah! Ah! Ja! Ja. So, jetzt hier eine Abkürzung fahren, ne? Hä? Das ist ein Buggy, der darf das. Ah, Stein! Ah, ja. Alle guten Dinge sind drei, ne? Mal gucken. Mal gucken. Meistens, wenn man sich darüber freut, dass man gerade einen Haufen Chicken am Stück holt, geht's dann meistens in die Hose. Alter! Oh, oh, schnell weg vom Bucky! Hilfe! Machst du wieder kaputt?
Ich bin mit dem Bucky im Spielplatz hängen geblieben. Und zwar so, dass er drin rumbackt. Da kannst du nur schnell absteigen und wegrennen. Jetzt vergessen, dass da solche Geländer sind. Ist er ja. Da brauchst du noch dreifach? Ja. Ja, sag einfach, wenn du es nicht mehr brauchst, ne? Mhm. Hallo, Thorsten. Dann sag ich auch nochmal kurz Hallo. Hallo. Ja, dann erzähl mit Marco, das Schaf klopft gern von hinten an. Ja, ja. Servus, Martin. Liegt noch eine Esse, ja? Oh ja. Ich leg das dreifach mit dazu. Sie. Zwei Helme ist ja auch noch. Mhm. Ma bene. Und voll. Der Vierblock ist auch nicht das, was er mal war. Nix gut heute? Okay, zu. Der einzige R, die hier rumlag, war eine AK. In vier Häusern. Nicht so gut? Okay, zu. Wangenpolster, das Haus direkt daneben oben. Ah ja, okay. Wangenauflage habe ich dabei. M4 in der Bibi oben drin. Ja. Mit noch 90 Schuss dabei. Ja. Angry Asian Guy. Stopp, wie ist denn der eine, den wir gerade gekillt haben? Ich hab's schon wieder vergessen. Was mit Zitrone oder so? Oh. Keine Ahnung. Gestern hatte ich wieder einen, da habe ich mich über den Nickname maßlos geärgert. Verstehe auch nicht, dass der nicht automatisch. Ja, ich sag schon mal, ob es so läuft. Aber schon bei der Eingabe schon steht nicht er hieß halt original Heinrich Himmler, weißt du? was denke ich mir denn da? So, da müsste halt eine Blacklist von Namen geben, die halt einfach gar nicht möglich sind instant. Ja gut, und dann senkt sich der Heinrich Himmler dann. Oh, das ist Diskriminierung. Was kann ja, ich klar, denn für meinen Namen? Ja klar, er heißt auch instant wirklich so. Ah ja, hier. Freier Weste, SLR. In deiner liegen noch vier Koffer. Ich hab schon.
Junge, Junge, Junge. Ey, nicht so laut. Mhm. Ah ja, Dreier weg. Ist doch nicht so weit, ne? Alles gut. Du hast mir noch das Dreifache auf der SLR gelegt, ne? Genau. Dann aktuell mit dem Zweifach rum, das ist halt so anders unsexuell. Anders unsexuell? Was wäre denn richtig sexuell? Was größer ist als ein Zweifach? Naja. Ein Achtfach. Das würde dich sexuell antören, ja. Die Tage mit Dedo, wo wir einen Chicken geholt haben, eine Runde, da hatte ich halt wieder mal ein 15-fach auf dem Karabiner. Ja. Shots, die sicher mit dem 8-fach im Kopf wären, alles Bodyhits, alles Brusttreffer. Ich verstehe das Ding nicht. Ja, ich verstehe das nicht Ding drüber? Einfach nicht. Nein! Ey, fährt was? Alter, nicht so! Ja. Fährt übers Feld südwestlich. Er fährt durch, oder? Mhm. Richtung Brücke. Obacht. Ja, ja klar, Richtung Brücke. Guck mal Zone. Wo soll er sitzen fahren? Keine Ahnung. Nicht Richtung Brücke? Gruß von Dome an das Schäfchen. Jo, Servus. Jetzt weiß ich, wo er sich die ganze Zeit versteckt. Hier ist auch noch eine M4, ne? Und ein Kompi ich AR. Ich hab ein 8-fach. Okay. Ja, ich bin so scheiße voll, ey. Ich komm dir entgegen. Achtfach liegt im Treppenhaus. Hast du hier M4 markiert? Ja. Hier drin. Ach, fahr, liegt auch mitten im Treppenhaus. Mhm. Ist liegt, so. liegt auch noch ein Kompi bei. Ja. Das sounds good. Oh, Frontaufsätze. Naja, Dreier-Backpack. Ja, wie gesagt, ein Kompi liegt bei der M4 dabei. Oder Spielbarrel. Hab ich gerade hier. Ah ne, du hast ja bei der M4 was. Naja, passt schon. Naja, wieder nicht geschafft. Nicht mehr ansatzweise. Einfach nicht abgesprungen. Einfach nein. Einfach nein. Leider, nein, leider gar nicht. Doof. Treppenhaus? Ja, mit dem Treppenhaus. Ah, ja. Oben. Hallo. Pfanne. Ja. Lag bei der M4 noch Muni? Da liegen nur 30 Schuss dabei. Aber bei der. Aber hier unten liegt nur eine 16 mit 60 Schuss. Ja, genau, deswegen. Nehme ich da nochmal Muni mit. Schau mal meinen Buggy. Hallo Marvin. Aber ein komischer Buggy. Alter, das leckt wieder wie Scheiße hier. Weißt du, welches Stockwerk? Erdgeschoss. Okay. Achso, wenn. Achso, wer? Ja, nee, Erdgeschoss. Mal nur mal gucken, wo du hinrennst, ja.
Und gut, Marvin, danke. Jo, Frontaufsätze fehlen. Frontaufsätze fehlen halt. Aber sonst bin ich Tutti. Da in demselben Apartment lag auch noch ein Kompi AR. Ach lol, stimmt, hat sie doch gesagt. Naja, das Gehirn arbeitet nicht mehr gut. Alter Mann. Ah ja. Sechsfach brauchst du? Willst du? Ja, ich hab ein Vierfach bisher. Mhm. Vierfach nehme ich dann gerne. Lass mich hier rausrollen! Ja, wo ist denn dein Buggy? Bist du nicht an den Viererblock gefahren? Ja, du weißt, was mit dem passiert ist. Oh. Ja, Motor aus. Guck, ob hier noch ein Fahrzeug steht. Aber nicht. Einer mit einer Nate gekillt, was ist denn heute los hier? Ist Suicide Day oder so? Ja. Ui! Schade, ich war nicht schön, sonst wäre ich unter dich gefahren. Es hätte Stil gehabt. Lol, ich will hier gar nicht aufs Blend. Hier knistert irgendwas. Links, links, links. Ich glaub nicht, dass das Gelände war. Hat nee, sich nee, irgendwie. Ja, ich sehe einen. Noch. Gleed. Gar nicht gesehen. Die fighten da unten auf 190 an der Küste, da wo wir eben das Chicken geholt hatten. Oh Gott, ja, einen sehe ich liegen. Ich glaube, das ist der, den du geleached hast. Ach, hat die Autos platt. Ja. Ja, beide Autos platt. Das ist Smoke, ne? Halt ich sehe da auch. Da ist einer. Genau da. Nee, ich kann es nicht marken, weil der Baum dazwischen ist. Jetzt. Ja. Der heilt sich gerade. Da rollt ein Penny weg. Läuft recht. Er will zum Auto. Hat er nicht gesehen, dass das Ding platt ist? Der fährt halt eiskalt damit, ne? Was sind seine vor? Lol, hier close bei mir ist einer rangestichen. Genau zwischen dir und mir am Baum.
Oh Gott, ey. Oh, der nee. Kam schon wieder oben von dem Gelände, ey. Och, Mann. Ach. Das ist aber auch klar, wenn du so Open Field so Krach machst. Ja. Ja, war schön mit dir. Was eine Kacke, ey. Die kleine Blue-Shack hier bei Gelb, wo gerade gefightet wurde. Das Gelb-Schlend wird gefightet, da. Ja, da auch, aber bei Gelb glaube ich auch. Ja, das kann sein. Da will ich gerade gucken. Mal da. Lol. Was? Beamen? Oder? Bitte? Beamen die? Ich dachte auch gerade irgendwie, ist das doch komisch. Wie kommt denn der da hin, dachte ich so. Wo sind die jetzt hingelaufen? Ja, jetzt sind wir noch drin. Davon war ich noch drin, glaube ich. Da, ja, so ein kleiner Ecke. Wo sind wir jetzt hingelaufen? Sagen, die muss doch kommen. Okay, von da drüben kommt theoretisch aber trotzdem noch was. Also auf jeden Fall kommen durch den Buggy weiter. Hey, Caesar. Angry Asian Guy ist tot. Naja. War wohl zu angry. Die haben doch auf irgendwas geschossen. Lul. Ja, geguckt haben die so in Richtung, nicht Garbage, sondern Sniper Tower da hinten. Rapunzel Tower, okay. Hier so hin. Warum müsst ihr so knapp dahinter runtergehen? Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dann lockt es vielleicht nochmal welche an. Da oben würde ich noch was vermuten.
Alter. Auch nur gerade so, ne? Ja. Okay, da hinten kam auf jeden Fall noch nichts. Je nachdem kannst du, wie die Zone fällt, das Blue hier preachen. Ich glaube, da ist im Moment nichts. Ich glaube, genau da hat gerade der Einzug gehalten. Oh lol. Zone. Garbage ist immer noch drin. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, hier... Warte. Mädchen. Ich glaube, das, was ich da gemarkt habe, das ist auf jeden Fall noch eine Senke. Da kannst du mit dem Buggy vielleicht ran. Ja! Ja, das da vorne. Könnte klappen. Hey, das, guck mal, hast du gemerkt, das ist irgendwo da. Das haut nicht hin. Okay, forget about it. Oh, Hit! Eigentlich musst du crossen dann. Eigentlich musst du hier den Berg anrollen. Oder Scout. Nein! Da kommt natürlich ein MK um die Ecke, ne? Und du hast mit S gebremst. Ja gut, die wussten eh schon, dass ich komme, ne? Das ist nicht so das Ding gewesen. Oh. Ja, durchs Absteigen veraimt, Schritte nicht sicher gewesen, ob er wirklich da kommt, weißt du wie? Vom Sound her war ich mir gerade nicht ganz sicher, ob er einfach um die Ecke kommt oder nicht. Und dann hat er auch noch eine MK. Tuff. Ich hätte nur die Ecke da bekommen müssen, dann hätte ich schon gute Chancen gehabt, da stehen zu bleiben. Hallo Basti, guten Abend. Ich wette, die Zone geht aufs Garage noch drauf. Ich muss morgen früh raus, Basti. Sehr früh sogar. Um 5. So lang mache ich heute auch nicht mehr. Oh, ja. Hm. Mute and muten ist halt wieder on point. Obwohl, um 5 reicht gar nicht, ich muss um 7 da sein.
Oh, muss hier halb fünf aufstehen. Gute Nacht, aber schlapp gut. Komm aufs Müll. Ich sehe sogar zwei Teams wahrscheinlich. Ne, eins noch. Ein Team hat jetzt sehr früh gezogen. Direkt über mir sind zwei. Die sehe ich. Ich komme hier alone an das Gelände hier unten. Ich sehe das. Eins hat ein Backpack, zwei Helm. Ja, es kann witzig werden. Keine Visierung. Uzi, SKS. Ja, Rotpunkt kann ich dir geben. Ich habe bisher nur eine Schotze. Naja, jetzt habe ich noch eine Tommy Gun. Hier liegt ein Rotpunkt. Ran an die Nüsse. Ich habe zwei Koffer. Hast du einen Koffer? Ja. Bad Kids sogar. Bau eben auf die Dinger so. Und P. Gewesen Visier drauf. Ah, da hat sich schon wieder einer gesprengt. Alter, das steht da in der ersten Mansion. Genau hier. Nein. Er ist low. Ich hab keine Ahnung mehr. Oh, er kriegt mich trotzdem noch. Hinten, links, links, links. Ha ha ha!
GG. Der Nupson. Ich glaube, manchmal irritiert mich das Blut sehr. Obwohl, ich habe 16 Hitpoints gemacht. Das Bild, der hat nichts mehr gehabt. Sind 15 Hitpoints nicht 100 Schaden? Weiß ich nicht. Ich guck grad mal. Ich bin mir auch sicher, dass er Headshot bekommen hat. Mal gucken. Nate verkackt. Ja, er hat Headshot bekommen. Was? Ich hab ihm nochmal Headshot gegeben. Er hat 1 HP. Ohne Scheiß. Der hat 1 HP. Ist aber auch immer dasselbe. Jedes Mal, wenn wir an dem Compound landen, wo wir jetzt gerade waren, in jedem zweiten Fall sitzt halt einer der Gegner in dieser Menschen am Fenster und scopt den Laufweg ab. Das ist jedes Mal. Ja, aber so. Das machen wir da auch so. Weißt du? Ja, aber können die nicht mal dumm sein? Einfach so. Das nächste Mal landen wir einfach in dem anderen Compound. Das Ding ist, man ist mit dem anderen Compound, wo wir jetzt waren, ja auch viel schneller fertig als mit dem, ne? Deswegen erwartet man auch immer, dass die anderen überpushen und nicht umgedreht, weißt du wie? Fand ich jetzt lustig, die looten den, weil sie dachten, der wäre ich. Das hab ich auch nicht verstanden, ne? Ja, die haben das nicht gecheckt, weil der andere hat keinen Mucks gemacht. Ja. Und auf einmal pusht er vor, er stirbt und denkt sich, ha, sei er tot. Haben nicht damit gerechnet, dass zwei Solos sind. Hm.
zweimal einen Kopf und einen Bestnit. Uns reicht nicht, um Typen zu knocken, ne? Mit was hast du geschossen? OP. Aber zwei Headshots und ein Body, ey. Das finde ich schon sehr viel. Ja gut, es hat eine MP, ne? Ist nicht ja. So der Damage, ne? Mit einer Vector wäre es sogar noch weniger gewesen, weil es nur 9mm ist. Ah, da wären wir Kugeln rausgekommen. Die UMP schießt da mittlerweile so langsam. Klack, 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 klack. Naja. Kannst nebenbei die Hülsen wieder aufsammeln, wenn das Ding noch schießt. Die Eier kraulen, bis die Kugel da ist. Die MPs sind komisch geworden, finde ich. Die beißen mit Kompi, ne? Mhm. Es ist unfassbar, wie geradeaus das Ding schießt, ne? Das ist ein Laser, die kannst du auch ohne Probleme mit dreifach, vierfach durchdrücken. Ja, das sechsfach selbst habe ich auch schon gemacht. Das ist so ein Laser, das ist gefühlt die alte UMP. Nur, dass du halt noch mehr Munition drin hast, ne? Ja. Aber was halt mittlerweile auch so gut geht, und ich verstehe es halt einfach nicht, ist die Uzi. Ja. Und es liegt nicht daran, dass du dann Red Dot drauf machen kannst. Nee. Aber ich hatte sie jetzt auch voll ausgebaut mit Bügel, mit Kompi und so. Ich glaube halt. Du kannst mit der auch Jumpshots machen, wie ein Gott. Ja. Unfassbar. Das konntest du aber schon immer, ne? Die macht jetzt, die haben ja noch mit dem Patch, Ich meine, die hatten den Streuradius von den MPs verringert. Genau, das wollte ich ja gerade sagen. Als sie der Uzi ein Visier verpasst haben, haben sie auch die Streurate verringert und sie haben den Damage hochgeschraubt. Minimal, ne? Deswegen, eine Uzi tatsächlich. Du kannst mittlerweile außer der UMP gefühlt jede MP auch mit ins Endgame nehmen. Ja. Vector, Uzi, Bison. Gut, wenn du T3 Typ machst, dann ist schon kompliziert, ne? Der frisst nämlich ein paar Kugeln. Na gut, Vector, ne? Vector ist echt übel. Also da habe ich schon ein paar Leute rasiert, ne? Hier kommt einer bei mir mit, ich sehe den zweiten. Sie ist. Ich bin auch gerade. Er wird die Balconies nehmen. Ja. Keine Waffe. Ja, auch nicht. Stop. Ach, er hat keine. Hey, man. Ja. What's your name? You have a mic? Dann nicht. Dann red halt nicht mit mir. Dann stirb halt. Ah, sein Mate ist gelandet. Lagerhalle. Ich hab gar nichts gehört. Hey man, ach, die Halle! Hey, stop! Stop! Was passiert denn da jetzt? Gib dem Nosegrobes. Ey, der landet eine halbe Stunde später hier noch? Ja, der ist in der Halle gelandet. Ich laufe hier aus dem Haus und laufe um die Ecke rum, weil ich denke, du meinst die andere Halle? Ja, Lagerhalle, sorry. Ja, oh Mann. Und schon wieder zwei Gratis-Kills. Verdient. Ja.
Aber es redet wieder keiner mit mir. Ich finde, das ist echt ein sehr asoziales Verhalten. Also. Ist noch zwei, weißt du? Ja, aber zumindest halten sie an. Zumindest der eine hat angehalten, wie es aussieht. Die haben beide angehalten, mich doof angeguckt. Der letzte springt halt wie so ein Einzelmännchen vor mir rum. Ich stell mir so, halt doch mal still. Und in der Großhalle gibt's noch zwei. Ich geh schon mal rüber. Jupp. Folge dich. Ich hab jetzt Doppel-AK. Moment mal. Hier drüben ist eine Tür offen. Da läuft auch gerade einer zum Menschen. Ich bin auf dem Weg. Ja. Er ist in der Shit-Check drin. Die Türen da sich zugemacht. Er sitzt in der Shit-Check drin. Ich hab nichts zum Reinwerfen. Mate ist dahinter. Nicht. Wo? Hinter der Shit-Check? Shit-Check am dreistöckigen. So. Scope auf die Tür. Mate muss im dreistöckigen kommen. Satellite gehört. Er ist im Satellite. Er ist hinten dran. Jetzt ist er drin. Ja, gesehen. Was soll mal rauskommen da? Den nicht, ne? Er ist hinten dran am Satellite wieder. Hm. Hat Headshot. Restory. Ja, gut. Der geht halt in die Check rein und keine Ahnung, was er sagt. Vielleicht ist er kacken gegangen oder so. Ja. Beide denken dasselbe. Jawohl. Kacken. Er war kacken. Ich hab 5 Koffer. Ich hab 3. Okay, also kriegst du noch einen. Der liegt hier. Ja, wir müssen ein Stück. Ja. Hey Tom, nochmal. Kirsche hätte ich fast gesagt. Ja, nee. Ach Quatsch. Das waren hier, ja. Da links. Aber ich würde nach dem Fahrzeug da gucken wollen. In der Kirche meinst du oder was? Ja, so, da ist, hier sind ja mehrere Fahrzeugspawns. Müssen hier jetzt aus Novka irgendwie gucken. Oder wir killen was. Also ich hab nur M16AK. Einer wurde genockt. Ich glaub der auf unserer Seite hat auf der anderen Seite einen genockt, meine ich. Wurde gefinisht. Oder? Außen am dreistöckigen. Ja, am dreistöckigen? No. Welches dreistöckige? Ich glaub, ach lol! Sind da Menschen drin. Das ist kein dreistöckiges Mäuschen. Im Haus? Einer ist außen? No. Einer ist drin.
Hä? Einer ist doch dahinter. Einer ist noch dahinter. Den hab ich gerade geholt. Den hab ich gerade geholt. Warte mal, ich bin unsicher. Ich glaube, ein Team ist in der Mansion. Ja, ich höre Steps. Oh, Karton. Ich habe einige Nades. Ja, ich habe ihn gesehen. Er ist oben in der Mansion drin. Der Raum zu uns. Knock. In diesem Raum da oben. Ja, leider. Hier kommt noch ein Team. Step außen gehört. Auf der Südostseite ist was. Versucht das Dach hier zu spielen. Brauch einen Moment. Er ist außen bei mir dran auf Nordosten. Geh gerade auf den Menschen. Nachbar ausgenockt. Mate ist nördlich von mir. Er ist Ulo. Alter. Ich hab grad den Depo ganz woanders gehört. Deswegen bin ich da mit Dauerfeuer rum. Aus irgendeinem Grund, als der Typ da oben genockt war, kam ein Gras-Step. Total behindert, ey. Is it nochmal Judy, young Junge? Ja, wo kommt denn ein Gras-Step, wenn der hier. Ja, wahrscheinlich wegen den scheiß Teppichen wieder. Hm. Mega behindert. Was brauchst du denn noch? Alter! Hast du gerade das Mikrofon gefotzt oder was war das? Alles. Ich habe alles mit dem Mikrofon gemacht. Geil. Keine Ahnung, ey, ihr habt eine M4, Vierfachscope. Ich brauche eigentlich nichts außer einem Kompi vielleicht noch für die AK. Nee, habe ich nicht. Und ich bin sonst offline. Ich speichere. Ich habe hier oben bei denen noch nicht direkt auch noch einer. Ich hab noch 5er. Unten in der Tür. Eine frische 2er wärst du höchstens. Me too, meiner hat auch einen Kratzer. Hier sind noch Extended Quick Draws bei dem hier oben drin. Eine Mini, Muni. Nee, Munition bin ich fein. Medic geht noch. Ich hab 4 Smokes dabei, nur eine Nade. Aber nur eine Nade. Schön aufgeräumt hier. Ja, lädt reingekommen, ne? Ja. Ich auch eine Crate. Ich hab 6 Kills. Oh, hier ist 6-fach. 4. Kompis. Ich hab einen 6-fach. Und Nate. Einen hab ich. Ja. Ja. Ich ja. Und eine SLR. Pardon. Hab ich schon. Gut. Und voll. Ich lauf mal Richtung Garage. Ja. Irgendwie rüber. Keine Ahnung. Ich geh den anderen Spawn an. Garage ist leer. Ich kann aber noch hier von der Straße aus am Rapunzel Tower vorbeigucken. Ja, du hättest auch noch hier in die Richtung gucken können. Hier ja, so. Ich geh da gerade rüber. Der Spawn ist auch leer. Mhm. Versuch nochmal einen weiter.
Ich hatte in der letzten Runde jemanden mit 20 Koffern. What the fuck? Ich hätte auch schon mal 10 oder 12, aber 20? Ah, ich habe einen Dreier-Moped auf jeden Fall hier hinten. Ich habe ja noch nichts. 20 ist schon massiv. Ja. Also ich habe hier nur wieder mal 20 Buffer, ja? Aus Gründen, aber der Koffer ist schon... Hui. Ich habe einen Zweier-Moped. Cool. Hier kommt ein Auto bei mir lang. Ich bin nicht da. Okay. Ich hab ein Auto. Ich hab Blut. Ich brauche aber ein Dreier-Backpack, sonst kann ich eh nichts mehr nehmen. Alter, hier ist ein Dreier-Backpack. Der hat so in die Fresse bekommen mit den ersten Schüssen. Schön. Er hat's instant rausgeschmissen. Dann kann man ja noch ein bisschen Loot und Heilung mitnehmen. Da könnte man sich sogar noch für den Überlegen, die Mütterbrücke zu machen. Oh ja. Frische Zweierweste? Ja. Ich hab echt nur Köpfe getroffen. Wo ist ein anderer? Hallo, mein Freund. Gut siehst du aus. Nicht. Alter. Wir machen uns nochmal Bandagen rein. Ich weiß gerade nicht, wo das Auto hingerollt ist. Stelle ich gerade so fest. Es ist irgendwie hier runtergerollt. Aber die sind auch genau in deine Richtung gekommen, oder? Naja, ja. Also die sind gerade auf die Straße abgebogen. Und die standen halt kurz hinter dem Traktor. Und der Wagen steht hier unten am Feld. Ist das so reingeholt? Ja. Also ich fahre jetzt an den Strand, ne? Buffern hier. Ich hab Standbild. Ich hab Standbild. Nein! 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 Taskmanager! Scheiße! Oh Gott! Er fährt den Kreis! Starte das Game! Was ist das für eine Krone? Scheiße! Geht's wieder? Nee. Ich starte gerade! Ja, ist gut. Du stehst safe am Baum. Aber du bist drei oder viermal von links nach rechts sehen. Jedes Mal hast du einen anderen Baum mitgenommen und dann hast du dich wieder gedreht. Ah ne, ich bleib mal bei dir, falls du noch bist wegen Zone. Ja, bitte. Was ist das denn für ein Scheiß? Und dann auf dem Moped, ja. Dann auch noch Standbild auf dem Moped. Du fährst halt... Wie Geisterfahrer auf Dreier-Moppe durch die Wahl. Hey, du bist abgestiegen. Ja, sehr gut. Hallo, bin da. Bin ich. Oh. Geil. Das hatten wir auch schon mal, als du hinten drauf saß, ne? Wo ich dann die Bäume hochgefahren bin. Du hinten drauf. Mega gut. Lebe. Ich hab keinen Sound. Jetzt hab ich Sound. Hi. Ich hab das Leben gewählt. Ja, genau, da saß ich als Beifahrer drauf. Nee, stimmt, wir sind dann geflüchtet oder so. Wir haben es überschlagen. Ja, du hast gesagt, wir sind einen Baum hochgefahren. Ja, genau. Ich hab's da nicht gesehen. Wir sind einen Baum hochgefahren und ja, aus Gründen abgestiegen. Wow. Und wir wurden ja noch beschossen dabei irgendwie. Ganz wahrscheinlich wusstest du das. Oh. Wusstest du, dass PUBG Epic Games bezahlt? Für was? Ah, ich ahn schon, worum es geht. Nein! Hier steht ein Boot. Ja. Oh, ich werde noch ein bisschen Moped fahren. Wo ist er? Alter.
Nein! Oh. Es ist halt genau die Zone, wo eigentlich dahin landen müssen, wo wir nicht ran können. Für die Anvil 3, für die Anvil Engine ist halt gerade. What? Wollen wir es noch hier vorne versuchen? Ja. Die Zone kommt in der Hälfte, ne? Das war knapp. Da ist ein Boot angelandet. Und ein Flieger ist da. Und drop. Warte mal, ich geh mal kurz drop gucken. Ja, da liegen Sachen. Ja. Wir müssen weg von der Küste. Ah nee, wir müssen ganz ran. Oh, oh, hier liegt eine Crate. Oh, Copy ist er. Copy A, ja nochmal, brauchst du einen? Nee, 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 bin fein. Okay. Ja. Ich würde vielleicht jetzt links auf den Hügel. Ja. Vorne an der Küste hat auch gerade eine Aug rumgeböllert. Okay. Katze! Oh Gott, du lebst noch? Servus. Und die Flieger vielleicht noch mitnehmen können, ne? Gelände hier wäre schon sexy, wenn wir da hinkommen. Alles von der Küste muss eigentlich weg, ne? Mhm. Welches Gelände? Das ist da wieder? Ja, das dachte ich mir. Na dann. Glaub drauf, ich sehe da kein Auto stehen. Gelände links war noch drin, da habe ich aber auch keine Bewegung gesehen gehabt. Mhm. Es sind ja auch nur noch 11. Ja. Da liegt noch ein Drop. Das ist der vorhin gerade runtergekommen ist. Mhm. Okay, Strand. Da steht auch ein Dacia. Den mache ich jetzt mal direkt platt. Ich bin noch am Gelände gerade dran. Ich habe hier noch nicht geklärt. Okay. Jetzt hast du geklärt. Ja. Alles du. Mach jetzt den Dacia platt. Da läuft einer dran, 205. Oh, ich hab Headshot. Oh, ich bin noch safe. Aber ich bin Second Knock. Oh! Nein! Warum kommst du auch angekrochen? Kommst du halt geduckt an und denkst du so, ach. Zeit locker. Die war mit Kompi auch, ne? Ich hatte alles vorher getatscht, auch die M4. Scheiße, ey. Ich hab dir nur einen Reifen platt machen können. Ich sehe den Dacia gerade nicht von deiner Perspektive. Weg. Sieben noch.
Ja, ne, der steht da noch. Ja, ja. Du hast genau drauf geguckt gerade. Hm. Bist noch drin. Links der Stein. Ja, den habe ich gesehen. Ist der nicht Nate-Reichweite? Auf 5. Kann auch sein, dass der Solo ist, ne? Nein, nein, nein. Über die Birke. Was? Okay. Noch zwei. Du kannst den T3 eben noch holen. Digga, die stehen oberhalb von mir. Ich muss hier eigentlich mich verschieben. Scheiß auf den Helm. Ich hab gar keinen. Ich hab gerade Krach gemacht. Wenn das ein Duo ist, stellen die sich breit. Wie weiter links kommst du nicht? Ich will aber von meiner Krachquelle weg sein, you know? Ja, ja. Ich lach, wenn die dir jetzt entgegengelaufen kommen. Ich weiß ja nicht, ob es ein Team ist oder zwei einzelne Dudes. Ja. Ich muss genau den Scheiß anbelaufen. Birke ist so ziemlich das Beste. Seitdem die stehen unterhalb, weil sie feige sind. Das war's. Wir sind Duo. Ja. Keine Chance. Nee, keine Chance. Schade. Ich wollte gerade melden. Aber guck, die waren schon auf der Seite Richtung Haus. Ja, ja, ja. Deswegen. Machst du nix? Ja, zweiten Platz. Ich mach Feierabend. Bisschen früher heute. Ah, dann muss ich auch Feierabend machen. Ich habe ja jetzt keinen Bock, Solo zu spielen. Du hast ja auch eben gesagt, du musst morgen sehr früh raus, um 5. Ja. Wir haben es gleich 11. Boy. Ja, ja. Ach schon. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ebenso, Dito. Hat Spaß gemacht. Bis dahin. Ciao, ciao. Yo, ciao. Yo, dann gucken wir jetzt nochmal in die Stats rein. Also ich mache dann jetzt wirklich Schluss, weil ich keinen Bock habe, jetzt noch Solo anzufangen. Ich finde es immer angenehmer, wenn man mit Solo anfängt und mit Duo beendet oder so. Wisst ihr, was ich meine? Mal ohne Cam. Eieiei, ne? Wir waren fast auf 3 wieder. Sind wir wieder auf 2,5,4. Also Solo ist heute echt mega scheiße gelaufen. Sieht man hier ganz gut. Wartet. Hier. Duo ging es dann schon besser.
Wir haben 9., 1., 8., 3. und 33. und 2. Platz. Also von 6 Runden, 5 Top 10, 2 Erste und 1. Zweiten. Sah eigentlich ganz gut aus. Klar, Karke, na klar. Auf dass ich dann völlig genervt weggehe. Nein. Ihr seht nichts? Ach so, Moment mal. Ich habe falschen Knopf gedrückt. Den falschen Knopf gedrückt. Ja. So, jetzt müsst ihr da aber was sehen. Ja. Naja. Auf jeden Fall werde ich dann jetzt Feierabend machen. Ich glaube, dann mache ich noch eine kleine interessant, was Schieb da zeigt. Ich glaube, da mache ich noch eine kleine Heimwerker-Session hier bis zu 0 Uhr oder so für mich. Mache noch ein paar Sachen hier in der Wohnung. Geht's auch ins Bett. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ich weiß, Montag ist immer der schlimmste Tag, ne? Aber ihr packt das schon. Wir sehen uns bestimmt morgen wieder. Ich habe es schon mal gesagt. Ich bin zurzeit sehr, sehr busy und ich behalte mir wirklich so ein bisschen das Vorrecht, jetzt unter der Woche auch mal frei zu machen. Ich gebe euch aber auf jeden Fall auch eine Rückmeldung, wenn ich frei mache. Ist zum Teil wirklich, wirklich anstrengend. Und ich komme hier stellenweise dann, ne, hier, wenn ich jetzt 4:30 aufstehen muss, ne, morgen, ich komme stellenweise erst 17 Uhr, 18 Uhr nach Hause. Da bin ich bis Sense, ne. Von daher bitte ich da um Nachsicht. Ich versuche trotzdem immer was zu machen. Habt ihr heute gesehen, heute haben wir 2 Streams. Das kann ich. 16 Uhr haben wir, glaube ich, angefangen. Jetzt ist es fast 23 Uhr, also da kommt ja immer noch ein bisschen was zusammen, ne? Jo, an der Stelle, gute Nacht, schlaf gut und höchstwahrscheinlich bis morgen. Haut rein, gute Nacht.